Lieben, herzlich willkommen auf Madeleines Schlemmerparadies. Ihr habt es die Woche schon mitbekommen, mir ging es nicht so gut. Prickelnd schaue ich auch noch nicht aus, also beziehungsweise sieht anders aus. Aber es geht heute gar nicht um mich, sondern um meine Backbox. Ich muss hier irgendwo Werbung hinschreiben, obwohl ich es selbst bezahlt habe, aber das wisst ihr, ich finanziere es mir selber. Ich bekomme sie nicht gesponsert oder so, aber ich sage euch gerne, was drin ist. Ja, das ist am Mittwoch gekommen, da war ich leider noch außer Gefecht gesetzt. Aber jetzt wollen wir zusammen diese öffnen. Also, das liebe ich immer total, ist mir total viel Liebe gemacht. Wer von euch auch sowas mag, ist definitiv schon mal der Richtige für meine Backbox. So. Wir machen wie immer die Karten und so weiter am Schluss. Es lacht mich schon was ganz Tolles an, und zwar eine tolle, also es sind so Muffinbudüren, die tut man um die Muffinform dann später rummachen. Also, perfekt. Und vor allem schön im Schmetterlings-Look. Ich hoffe, ihr könnt das sehen. Und es wurde ja schon vorher in dem letzten Infoheft gesagt, dass alte Klassiker im neuen Gewand. Ich liebe es, weil so mache ich selber auch. Ich versuche immer die Rezepte von meiner Oma oder die ich von Freundes, deren Oma bekommen habe, direkt umzuwandeln und etwas moderner zu gestalten, damit es halt nicht so langweilig quasi ist. Aber die Klassiker sind doch die, die am besten schmecken. Als nächstes haben wir eine Backmilch, also Kakaosplitter, Schokotropfen, Vollmilchschokolade drin von Dr. Oetker. Und wenn wir schon bei Dr. Oetker sind, die liebe Lisa hat am Donnerstag um 19 Uhr auf dem Dr. Oetker Instagram-Account ein Live dekorieren. Also wenn ich jetzt da wach sein sollte, dann werde ich da definitiv vorbeischauen. Und ja, ich lade euch da herzlich drauf ein, dass ihr vielleicht da auch dabei mit teilnimmt. Ja, jedenfalls erstmal jetzt wieder zurück zur Backbox. Diese Kakaosplitter sind drin. Ich liebe es. Darauf habe ich mich sehr gefreut. Und zwar von Taste Me, die Miro Glaze. Aber wir können es auch anders machen. Getrocknete Pflaumen. Okay. Warum ich okay sage, ist es nicht meins, muss ich ehrlich sagen. Absolut nicht. Aber wir backen damit was. Mal gucken, was. Ein Dessertring oder ein Ausstecher von Laris. Laris ist auch eine super Firma, kenne ich persönlich auch schon. Ich habe viel auf Arbeit damit zu tun. Und dann haben wir noch Schattenmorellen mit drin. Die müsste eigentlich jeder auch von euch kennen. Und die Lebensmittelfarbe oder Farbenpaste Blau von Decochino. Ich glaube, da sind wir schon wieder fertig. Genau. Ebenfalls ist dabei eine Leseprobe. Cassandras Caprice, fabelhaftes Café, magische Cupcakes aller Art. Ja, könnte man sich dann gut reinlesen. Ich werde es euch wahrscheinlich dann gleich mal umblättern, um dass ihr das mit im Video drin habt. Dann das Magazin. Das kennt ihr ja eigentlich schon ganz gut. Also das zeige ich euch ja auch immer. Da habt ihr immer genussvolle Erinnerungen, beispielsweise diesmal das Thema hier. Dann habt ihr Produkte der Box. Und da sind halt immer was, ja, allgemein Infos. Wir machen oder können machen Schwarzwälder Kirschtaler. Die sehen dann so aus. Okay, jetzt verwundert mich das. Ach so, ja, die Kakaosplitter, genau. Ja, mich hat gerade hier das Bild irritiert. So.
Okay, sehr interessant. Donauwelle in Blau. Sehr interessant aus. Okay, das ist ja wieder was für mich. Und ich habe die feilschenen Haselnüsse gekauft. Okay. Und zwar den Frankfurter Kranz. Alle drei Rezepte gibt es bereits bei mir. Also die Schwarzwälder Kirsch, die noch nicht. Aber ich habe Donauwelle bei mir schon auf dem Kanal, genauso wie den Frankfurter Kranz oder Bienenstich beispielsweise. Da könnt ihr auch immer gucken. Ich weiß noch nicht, wie ich das ganz genau machen werde, auch von zeitlichen her. Mich hat eine YouTube-Kollegin inspiriert. Sie macht meistens aus den Produkten von der Box was ganz anderes, ihr eigenes Rezept, und das finde ich sehr interessant. Es kann auch sein, dass ich das so in die Richtung machen werde, aber ich wollte euch das soweit schon mal ja, zeigen, was in der Box so drin ist. Ich zahle für die Box aufgerundet 19 Euro und dann kommen halt immer Zutaten allgemein, werden dann zugeschickt beispielsweise. Und damit ihr auch so ungefähr das Gefühl bekommt, wie viel das ungefähr immer kostet. Beispielsweise der Larisring kostet 4,60 im Originalpreis. Die Mio Clays auch 4 Euro, also sind wir da schon bei 9 Euro fast. Und so weiter. Also das rechnet sich immer, das ist immer mehr drin, als was man eigentlich ausgibt an Geld. Was mich ein bisschen stört, aber das weiß ich auch, dass was stört mich nicht als einzig, ist halt, dass momentan viele Produkte dabei sind, die ich im Supermarkt schon kenne. Vorher war das oft so, dass das total unbekannte Sachen waren, so wie aus der Osterbox den Eierlikör. Den fand ich mega, weil auch ich mit der Marke nichts anfangen konnte oder so. Oder das vorletzte Mal war die Marmitube, die ist mir jetzt erst ins Auge gefallen im Supermarkt, heute beim Einkaufen. Das ist mir vorher gar nicht so bewusst gewesen. Sowas finde ich sehr interessant. Also damit habe ich viel mehr Spaß dann, auch die Rezepte auszuprobieren. Aber ich finde, für Backanfänger oder auch für Fortgeschrittene, die einfach nur Spaß haben wollen und regelmäßig backen möchten, finde ich die Box echt eine super Möglichkeit, es auszugeben. Also das Geld. Und ihr kriegt sie halt dann alle 2 Monate zugeschickt, wie ich auch. Ich habe es halt im Sparabo, weil also ich kann jeden Monat kündigen oder jedes Mal kurz nach der Box kann ich kündigen fürs nächste Mal. Das war mir sehr wichtig. Da ich sich halt ein kleines Kind hat, weiß man manchmal nie, was auf einen zukommt. Und deswegen wollte ich da flexibel sein. Entschuldigt die Hintergrundgeräusche, Katze, Mann, kennt ihr ja das trübe Leben, wie es halt so ist. Ja, wir gucken dann mal, was wir dann zusammen machen. Wie gesagt, es kann auch sein, dass ich was komplett anderes daraus mache, aber ich will dazu noch nicht zu viel verraten. Wir gucken jetzt gemeinsam, was in der nächsten Box ist. Sommer, Sonne, Strand und yeah. Mit unserer nächsten Box ist der Sommer in alle Munde. Und es sieht so aus, als wäre das definitiv was für mein Kind. Denn es folgt Eis. Ach. Eis geht immer und muss auch sein. Genau. Und in dem Sinne möchte ich mich jetzt verabschieden. Das war mein kleines Unboxing. Ihr seht ja die Produkte soweit. Und wenn ich noch irgendwelche Anregungen habe, werde ich das natürlich über Instagram und Facebook Story etc. machen. Hier auf YouTube habe ich leider noch keine Story. Da fehlen mir noch geschlagene 8000 Abonnenten. Bevor diese Funktion freigestellt wird. Ja, ich hoffe, euch hat das soweit gefallen. Ich habe euch etwas unterhalten. Wenn ihr irgendwelche Wünsche, Anregungen habt, wie immer, schreibt das unten rein. In dem Sinne wünsche ich euch nun einen guten Start in die neue Woche dann. Genießt das restliche Wochenende. Ich versuche mich noch ein bisschen auszukurieren, dass ich Montag wieder topfit bin. Und dann sehen wir uns spätestens nächsten Freitag wieder. Bis dann.